Herzlich willkommen zur nächsten Folge von DMO. Bei Digimon Masters Online sind wir hier gerade zum zweiten Mal in Silver Lake. Silver Lake ist die erste Stadt nach dem Start Village. Ihr seht, ich war auch noch gar nicht weiter. Und ich muss leider Gottes sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar von vornherein. Ich kann euch mal zeigen, dass hier die Monster, hier die sind Level 44. Kann auch mal hier zeigen. Hier, die sind also alle 44, 50 und sowas. Und ich hatte hier zum Beispiel, die haben nur so ungefähr 1800, 1900 Lebenspunkte. Und ich hätte hier zum Beispiel leveln können. Die geben hier das dreifache an XP. Zum Beispiel, ich kann euch mal zeigen, hier, ich selber habe jetzt keinen Booster an hier unten. Also seht ihr, ja, also ein Tausender Damage hier macht ihn direkt schon tot. Also, ne, so. Also seht ihr unten plus 14.000, also 16.200 XP gab das hier unten. Und die hätte ich hinten, ich hatte 12, glaube ich, mit meinem Bonus XP rein. Also ich habe richtig Zeit und Geld verschenkt. Und tja, das passiert, wenn man sich einfach nicht weiter traut, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe ja, ich kannte ja schon einen Teil und war jetzt nicht darauf bedacht, dass es doch hier so einfach durchzumachen geht. Unter anderem ist mir dann, nachdem ich hier dann 2 Stunden gelevelt habe, noch was aufgefallen. Eine Stelle, wo man wirklich aufpassen muss zum Leveln. Aber ich werde da mal hingehen. Was war das denn? Da war das. Oder war das da? Also ich habe fast den Eindruck, dass ich doch schon auf der nächsten Map war. Oder war das da? Ich muss mal eben. Also ich. Doch, ich war doch schon in der nächsten Stadt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da drüben schon war. Oder war das hier? Er war hier. Und hier an der Stelle gibt es hier die und die hier. Ja. Und hier ist irgendwie die Hauptlevelstelle von den Leuten. Ich kann mal versuchen, hier so einen Platz zu machen. Also zack. Jetzt haut er noch wieder drauf. Okay, er hat vor mir seinen Skill benutzt. Ja, kommst du ja kaum nicht dran. Dann nehmen wir mal. Ne, auch nicht. Super. Jetzt muss ich gleich wieder niesen. Kennen wir ja. Wir geben auf jeden Fall 50.000 XP. Ich komme gar nicht dazu, einen Angriff zu machen, ey. Alter, sind die schnell. Ja, aber auch die kleinen Wutmann hier zwischen. Kriege ich den gekillt? Ah, nee, das wird noch nichts. Leiser, er ist halt noch 46, ne? 36, er ist noch ziemlich klein. Aber ihr seht auch hier unten sind 20.000, aber die sind zu hoch. Deswegen bleiben die XP auf demselben Level, wo er vorher auch schon war. Und ja, das heißt, wir gehen zu ein paar Mobs, die in dem Level, in der Level-Ecke sind. Also am Anfang, die Viecher, die waren natürlich schon richtig. Sprich hier oben, hier so in so einer Gasse oder so. Und sie ist echt schön gemacht. Also das sind alles so Level-Buchten. Ja, habe ich erst, kostet 20 M, dahin zu gehen. Dachte ich, oh komm, da kannst du sparen, kannst ja auch da hinten in das günstigere Gebiet. War wohl ein Fehler. Aber gut, das mache ich kein zweites Mal. Oh. Kunemon, ne, Doku, was? Doku. Dokunemon-Lieder, okay.
Achso, und sein Viech ist gestorben und er geht dann einfach AFK. Oh Mann. Ja, und hier kann man dann halt diese Palme und Easy wegkloppen. Wie man hier dran sieht. Ja, doch, gab doch mehr XP, ne? Jo, 20, 22.000. Das gibt jetzt hier 16.000. Ja. Und so leveln wir uns hier eine kleine Runde. Aber jetzt noch genau eine Stunde Zeit, das heißt, ich könnte zwei 30-Minuten-Siegel benutzen. Ja doch. Um halt auch noch Prozent mehr zu bekommen an XP, und das werde ich glaube ich auch machen. Die Aufnahmen werden immer schwerer für mich, da ich aktuell gerade echt übelst wieder erkältet bin. Also mit normalen Attacken kann ich es echt vergessen, ne? Ich kann mal einen mit normalen Hieben versuchen. Das macht fast gar keinen Sinn, weil ich irgendwie nur jeden fünften treffe oder was. Das ist eben das, ja, er ist ja nicht digitiert, ne? Also da müsst ihr mal aufpassen. Das ist jetzt keine Special-Digitation oder so hier. Ja, hat auch 100%. So. Was gibt das? Oh, 3, 24, oh. Sollte ich vielleicht doch runter zu dem anderen gehen, wa? Ja, in der digitierten Version könnte ich es schaffen. Alter Verwalter. Das ist ja schön an. Das ist genau das, was ich sage. Also Starmon ist eines der stärksten und besten Allround-Talente einfach. Er ist leider nur bis zu einem bestimmten Level dazu fähig. Also zum Beispiel sowas hier ohne einfach getroffen zu werden, ist einfach perfekt dafür. Probier mal hier die Lieder. Man muss halt als digitierte Version immer darauf achten, dass man genug Energie dabei hat. Digi-Soul. 41.000 gibt der. Ja, krass. Ja, ist dann daneben gegangen. Krass. Ja, aber wie ihr seht, ist das auf jeden Fall machbar. Stelle ist nicht schlecht. Ich muss die natürlich jetzt alle mit Hand raussuchen. Also wenn er mich mal trifft, dann knallt's aber mal. Müssen wir mal Zeug einsammeln. Diese Uprising Flame habe ich auch noch keine Ahnung, woran ich das packe. Ist wohl eh für irgendeinen Dungeon Zutritt. Ach, und da fehlt mein. Hä? Ist völlig verkehrt. Der muss dahin. Ja, tot ist tot. Wo ist er denn? C, D, B, A, B, C, da. Der hier. Nee, komisch. Also ich hätte DS, hätte ich jetzt blau gemacht und Leben grün. So vom Gedankengang her, ne? Warum das nicht so ist, weiß ich nicht. Oh. Okay, er gibt aber auch nur 27.000. Was haben wir hier? Da. Da sind aber auch so viele Leute da. Aber er gibt wirklich, er gibt 50.000 oder so, also es lohnt sich schon. Problem ist aber, dass du echt schwer jemanden ab. Dann bleiben wir hier. Dann bleiben wir hier bei den Würmern. Ich muss in meinem Kopf immer nachdenken, immer ausrechnen, wie das ist, wenn ich einen von drei verliere. Ich laufe so zackelig, weil hier an den Kanten kommt man manchmal nicht durch. Da bleibe ich dann einfach stehen, ganz komisch. Ja, das geht schon hier. Dann kann ich mich wenigstens ein bisschen konzentrieren, ohne zu gucken, wo die ganzen Leute sind.
weiß gar nicht, ob ich euch das erzählt habe. Ich bin letzte Woche ja, doch vor einer Woche, bin ich die Treppe runtergefallen. Und seitdem tut mir der Fuß weh. Und am Arm, hier unten seht ihr das, ein ordentlicher fetter blauer Fleck. Also das ist, ja, wenn das Geländer dich packt. Das ist ein Eisengeländer mit Plastik oben. Und das Plastik ist natürlich am Arm selber. Ja, wenn du dann so ein 300 Kilo Arm da drauf legst. Bin ja nicht gerade leicht, bin so ein 120 Kilo Brocken. Dann sagt das Geländer auch ganz schnell: Jupp, den Arm behalte ich. Und dann hing ich mit dem Arm wirklich auf dem Geländer und mein Körper wollte weiter. Weil ich über die Kante von der Treppenstufe gerutscht bin, weil, also ich meine, die Schuhe, also die Hausschuhe sind Hartplastik und die Treppenstufen sind Marmor und da drauf war irgendwas wie Wachs oder sowas, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall, diese eine Stufe war voll glitschig und habe mich klack, 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 klack im Stehen jede Stufe runter, bin aber dann halt mit den Beinen irgendwann auseinandergegangen. Und dann, ja, bin ich mit dem Fuß gegen das Geländer und ja. Dann war Ende im Gelände. Also ich nehme jetzt die Kleinen hier einfach mit. Weil die ja auch immer noch mal XP geben. Versuche natürlich jetzt immer hier die anzuvisieren. Und die Eier mitnehmen natürlich. Ching, ching, ching. Also theoretisch brauchst du wirklich nur zwei. Kannst du eigentlich zwischen diesen zweien immer hin und her switchen? Okay. Aber ein bisschen. Oh, schafft das so? Yes, Mann. Kannst du den nächsten? Man muss dann immer zwischendurch noch so eine taktische Pause machen. Ist ja witzig. Ja, ich kann ja mit hoher Range, so wie jetzt, kann ich ja ohne Lebenspunkte-Investitionen die wegklatschen. Also wenn ich sagen würde, ich würde nicht hinlaufen und die Items einsammeln, was aber fast schon doof ist. Ach, überall nicht. Naja, das geht ja. 37. Dann könnte ich von da unten und einfach die ganze Zeit hochballern. Und einfach hier stehen bleiben. Und von hier. Tab. F2. Gut, jetzt ist er hingelaufen. Ja, das ist Nahkampf. Man müsste eigentlich Fernkampf bleiben. Man bräuchte echt einen, der eine Pistole hat oder so. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob die dann auf Range bleiben oder schießen oder so. Muss halt wirklich im Anschluss direkt die F1 gedrückt haben. Draufballern. Ohne Ende. So eins und dann F2, 1, 1, 1, 1, ne, F2 und dann F1, so rum. Dann geht das. Oh, ich habe 10 Digisoul mehr bekommen. Ich brauche noch 20, dann brauche ich nicht mehr doppelt digitieren. Also wenn man seinen Digimon nicht rufen kann in der letzten Stufe, dann kannst du erst so die zweite Stufe nehmen und dann die dritte. Ja, hier könnte ich theoretisch mit 41 hier auch die nächste Stufe nehmen. Also hier auf der Map ist echt wirklich null Respekt. Ja. Also hier muss man wirklich, entweder machst du mit oder gehst in die Ecke und heulst oder suchst dir einen eigenen Spot. Weil hier wirklich einfach, es levelt hier jeder. Ja, also wenn ich überlege, dass er hier mit Level 1 sogar hier hin kann. Okay, mit Level 11. Wenn er seine beiden Start-Skills hat.
Oh, ein Arcane Tricor, das ist sehr nice. Das ist der Ring, den ich habe. Oder den eigentlich fast jeder hat, wenn er nicht einen Quad hat. Fängt er an hier mit dem Grün, mit Double Core, dann mit Dreifachkern und dann kommt der Vierer. Der aber irgendwie für Level 25er Spieler und 41er Digimon sind. Aber du kannst ihn erst mit 70 aufmachen. Das ist dann auch wieder sowas, ja, wo ich dann alleine bei einem Gedanken daran denke, so, ja, sehr sinnvoll, ihr Trottel. Also da kannst du dann auch direkt das Level weglassen, weil es dann. Okay, ja, okay. Ist ja dann fürs Digimon nicht ganz, ganz gut. Aber mit 25 schaffst du keinen 70er Digimon zu machen. Mit Sicherheit nicht. Zumal ja der Spieler 70 sein muss. Glaube ich. Oder? Na doch, ich meine der Spieler. Ah, ich bin mir dann, na, ich bin, ich lehne mich da nicht 100% drauf fest. Ich habe es selber nicht gesehen. Ich weiß es nicht 100%, aber ich hätte gehört, man muss 70 sein, um das zu öffnen. Oh, das war da, nee, das war bei der Kette, war das, genau, bei der Kette. Es gibt ja noch eine Kette, die ich auch nicht habe. Auch in Blau. Ich habe keine Ahnung, wo man die her. Wahrscheinlich aus dem Dungeon oder so. Muss ich mal reingehen mit euch. Ja, so läuft das hier. Also jetzt konzentriere ich mich ein bisschen drauf. Jetzt bleiben die Lebenspunkte auch oben. Und ein bisschen Geld. Und ein bisschen B. Was ist denn los mit meinem Auge, du? Gut, dass man das ja einhändig spielen kann. Also, Digimon ist kein Spiel für Leute, die eine große Herausforderung suchen. Die große Herausforderung ist einfach nur zu farmen, bis der Arzt kommt. Und dann mit Glück einen Erfolg zu haben. Also es ist nicht so, dass du hier Level 90 brauchst oder Level 80 brauchst für bestimmte Inhalte, um signifikant stärker zu werden. Also du kannst im Endeffekt selbst für den Starter Digimon bis hinten hindurch spielen und du wirst auf dem Weg dahin einfach so viel haben, dass du nicht wirklich ja, das Spiel irgendwie viel lernen müsstest. Also es, weiß nicht, es ist für mich auch einfach nur zum Fun da. Ja. Ich mache das jetzt hier auch nicht, weil ich das hier, weil ich hier mir einen großen Erfolg erhoffe. Ah, guck mal, levelt aber schon gut hier, ne? Ja, das ist eine ganz andere Ecke als früher mit den. Mit den XP, die ich vorher bekommen habe. Es ist einfach nur so aus Fun. Deswegen mache ich das auch zur Zeit. Weil Revelation im Beta 1 war ja wirklich lachhaft. CBT1, also das ist, da hätte ich auch auf dem China-Server weiterspielen können, hätte ich genauso viel Sprachübersetzung und Fortschritt gehabt. Unter anderem, wenn ich nichts verstehe, wie soll ihr dann was verstehen? Dazu kommt, dass Bless ab Januar wahrscheinlich mein Spiel sein wird. Weil ich das von vornherein cool fand. Eventuell werde ich die neue Liga im 2. Dezember von Path of Exile anfangen, angucken, mal schauen. Wobei es da ja mittlerweile auch so ist, du kannst nicht mal mit allem durchkommen, weil alles einfach so genervt wurde, dass es einen Schwierigkeitsgrad hat. Und dementsprechend stirbst du auch oft im Hardcore-Modus. Ja, und das ist dann einfach, weiß ich nicht, aktuell gibt es irgendwie gar nichts, was mich so anfuchst. Also weiß ich nicht, so. Ich überlege noch bei ganz alten Kamellen nochmal wieder reinzuschauen, aber es ist aktuell ist wirklich nichts zu machen. Und was würdest du da noch aufnehmen? Du kannst da nur ein bisschen rumtesten, mal ein bisschen gucken. So, ich habe hier Mooligant, da habe ich jetzt überlegt, aber das war ja nur CBT, da habe ich auch mal reingeguckt. Und ja, war nicht schlecht.
Da hatte ich aber Probleme mit der Festplatte, Probleme mit CPU, ach hier mit dem Links, mit dem PSU meine ich, mit dem Netzteil. Ja. Leider Gottes ist das so. Ja, dreimal Netzteildefekte, da muss man mal überlegen. Dreimal Festplatte. Ja, das ist schon, weiß ich nicht. Also wenn zu viel Strom in die Platte geht, dann ist die mal ganz, 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 ganz schnell im Arsch. Also Rechner ausgegangen, zack, ist ja die Platte irgendwie hängen geblieben oder so, während der Aufnahme und so. Das ist, also ich hab, eigentlich. Das ist nicht gesund für die Platte. Ja, deswegen ist das hier auch alles für mich finanziell sehr, sehr herausfordernd, sage ich mal. Ja, das ist hier nichts für die kleine Tasche. Ja. Das ist, also denken wir mal, das kann natürlich jeder im kleinen Stil, peu à peu, kleine Videos machen in mittlerer Qualität. Und die Dinger da auch knallen. Ich könnte es mir natürlich ganz einfach machen. Ne? Ich kann mir natürlich einfach 10-Minuten-Videos zurechtballern und die per OBS direkt immer wieder hochladen. Da bräuchte ich auch keine Lagerplatte, müsste nicht rendern. Aber ob das so meinen Ansprüchen entspricht. Müsste man mal wissen. Naja. Gut, haben wir wieder ein Levelchen geschafft. Zumindest vom Demon. Da seht ihr mal, wie schnell das Demon levelt. Also da komme ich mit meinem Level gerade mal 15% hinterher. Ist echt heftig. Ja, seht ihr aber hier, guck mal, hier sind 20 Lieder, also Demon wieder ein Level ab. Aber ich wollte ihn jetzt auf jeden Fall mal auf 41 machen. Und ja. Freischalten kann ich ihn aktuell nicht, ich habe keine Evoluta. Das wird mich aber auch sehr viel Geld kosten, das zu machen. Und ich habe lieber meinen kleinen Schattenwolf bis zum Ende digitieren lassen, weil er eben 4K, oder okay, 3300 macht. Ich weiß gar nicht, warum ich immer ständig auf diese 4K komme, ey. Anscheinend irgendwo in einem Beitrag stand das falsch. Da reg ich mich jetzt noch drüber auf. Also viele Sachen standen einfach falsch drin. Auch die Cooldown-Zeiten von seinem Burst-Mode. Die habe ich irgendwo falsch aufgeschnappt. Von Fujimon. Aber das ist also hier. Boah, weiß ich, hier brauchen wir irgendwie mehr Trefferchance. Ich habe keine Ahnung. Ey. Das ist hier. So viele Level ist ja gar nicht mehr darunter. Und dann müsste den eigentlich so wegklatschen. Wenn er mal trifft, ja. Komm, klatsch, klatsch. Ja, dann geht das nämlich. Schieß, du Hund! Hundestern. Da brauchen wir ein bisschen F4 und F8 hier. Ja. Meine lieben Freunde der Sonne. Ja, im Endeffekt ist genau das Spiel ist. Du hast ja natürlich ohne Ende Quests, ja. Und auch hier solche Sachen. Da sind dann so Weltbosse, die dann hier gespawnt werden und die soll man dann töten und dafür kriegt man dann Items und das ist dann auch wieder eventmäßig. Aber im Endeffekt nimmst du dir die Quest an, ballerst du die durch und gehst auf die nächste Map. Und das machst du durch bis Level 90. Und da ist nicht großartig mit, wir müssen irgendwas Besonderes machen. Also im Endeffekt spiele ich ja aktuell ohne Quests. Weil mein Haupt-Digimon absolut noch nicht in Reichweite ist, auch wenn meine Kohle mittlerweile mehr wird, aber das ist. Ja, wenn man mal ins Maze gehen würde, dann wird man sehen, was da droppt. Das wäre dann eine ganz andere Liga. Deswegen level ich einfach mein Digimon. Und ich mache das auch mehr aus Spaß. Hat das jetzt hier nicht.
will hier keine Weltrekorde erreichen. Auf jeden Fall nicht. Dafür habe ich aber auch zu spät angefangen. Also das hier ist kein Spiel, wo ich noch mitmachen könnte. Da hätte ich mich dann auf einem alten Server vorher mal... Oder ich müsste jetzt auf einen neuen Server wechseln, wenn der neu rauskommen würde. Aber das ist... Nee, nee, das passiert nicht mehr. 1 Stunde 58 Minuten. Aha. Ist ja cool. Das ist von diesem Boss, den die da gerade gelegt haben. Didü. Hä? Wer labert denn da? Was ist denn das hier für eine komische Nachricht gewesen gerade? Da ist bestimmt wieder irgendwann am Labern. Im Chat ja wirklich viele Franzosen unterwegs. Also das ist schon echt, echt krass. Portugiesen oder sowas? Oh. Hä? Wieso ist denn der da rübergelaufen dann? Naja. Machen wir es halt gemischt. Alle einmal. Einmal geschlagen. Ja, ich habe gestern mal auch hier mit diesem Event, mit diesen Dingern hier ausprobiert. Die Boxen habe ich ja gefarmt, weiß ich nicht. 1, 2, 5, 1500, 1700 Stück. Und ich komme jetzt auf ungefähr 500 Münzen. Und man braucht 1500 Münzen. Und ich habe 4 Tage durchgefarmt. Also das ist auch für den normalen Menschen nicht, nicht erreichbar. Also... Weiß nicht, es ist einfach... Vor allen Dingen, weil es vom Wert her, ja, vom Wert her ist es einfach so hoch angesiedelt, dieser 5... Jetzt, ach, er ist schon zurückdigitiert, ja schön. Reicht ja auch so. Der, man kriegt mit 1500 Münzen, solche Münzen in auch diesen Boxen ganz selten und gegen hallo, ach so ist eins, gegen Austausch von Futter ist nicht dabei, also Kartoffeln und so ein Scheiß, bekommt man halt auch Münzen davon. Und dafür bekommt man einen 5-Sterne-Viech, also das hier sind 4 von 5 und das hier sind 5 von 5. Schafft er das so? Nein, man hat 200. Und das ist einfach, weiß ich nicht, sei das für welche, die wirklich 24/7 durchsuchten. Und, aber das ist einfach nur Farmen. Ja, nur Farmen. Das ist... Ey, ohne Makro ist da echt nichts zu machen. Da müsste sie schon wirklich ein Farmbot haben. Also. Oh, auf dem legalen Weg. Also auf dem normalen Weg ist es auf jeden Fall nicht zu schaffen. So, jetzt haben wir auch noch einen anderen Spinner, der hier sich breit macht. Der aber auch nicht gut durchkommt. Zumindest komme ich besser durch. Naja. Gut, machen wir das Level hier noch zu Ende. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich muss mal gucken, ob ich mal was Interessantes, Spannendes finde. Hey, Alter, was machen die denn hier? Vor allen Dingen ist hier echt jeder der Meinung, dass jeder, der irgendwo irgendwie levelt, Makro-User ist, also ein Botter ist. Ständig siehst du das im Chat. Also hier steht jetzt gerade GM, please ban Kadel, er ist mein Spot am Scam.
einen Spot am Scam. Wenn da jemand hinkommt und er meint, er möchte, dass du die Mobs teilst, dann teilst du die halt. Ganz anders, was sollst du denn da machen? Ich meine, hier steht ja nicht mein Name dran, da müsste ja in Klammern dahinter Seelenwolf stehen. Ja. Das war knapp und das heißt, ich bitte jetzt mal eben die Stopptaste drücken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Bis dann. Ciao.